So, da bin ich wieder. Eure Bl okay. Hier willkommen bei Destiny. Wir spielen weiter die Ja, Vorjahr jetzt von sind etwas wir Interessant. endlich im Rathaus und damit bei einem Charakter, der halt im Prinzip von Anfang an eigentlich nur als so ein kleiner Nebencharakter gedacht war und auch sehr stark noch immer in der finalen Version, in der schönen, in Anführungszeichen, schön durchanimierten Fassung halt immer noch sehr stark an mein sehr grobes Skribbel erinnert, dass ich als Briefing quasi schon mal in den Raum reingezeichnet hatte. Und das ist Lotti. Wunderbar vertont von dem begabten Daniel Wellbart. Ja, ich selbst hatte ehrlich gesagt, weil Lotti ist halt wirklich schon eine Randfigur gewesen bei Deponia. Und auch, dass sie später nochmal wieder auftaucht, so viel darf ich vielleicht schon mal vorweggreifen, in einem der späteren Teile, war nicht von Anfang an geplant. Und keine Ahnung, warum gerade dieser Charakter halt so viel Anklang gefunden hat. Und das tatsächlich nicht nur bei Leuten, die sich halt irgendwie über YouTube bei Let's Plays halt irgendwie informiert haben und zuckersüß fanden, wie sich unser Lieblings-Let's Player Gronkh halt in Lotti verliebt hat. Das war sehr entzückend. Sondern eben auch tatsächlich in der Presse und auch in der internationalen Presse ist Lotti halt zumindest immer aufgefallen. Und ich weiß tatsächlich, dass ich erinnere ich noch, dass ich eine Mail sehr, sehr lange beantwortet habe. Da habe ich mir sehr viel Zeit und sehr viel Mühe genommen von einem aufgebrachten Kunden, der tatsächlich ungehalten darüber war, dass wir uns in Deponia über transsexuelle Neigungen lustig machen. Mit dem Charakter Lotti nämlich. Und das hat mich halt irgendwie gestört, weil Lotti ist ja eigentlich, auch wenn das ihr Falsetto zugegebenermaßen klischeehaft übertrieben ist, ist sie ja selbst gar kein lächerlicher Charakter, sondern der lächerliche Charakter ist ja immer der Rufus. Und die Leute sind halt eigentlich alle Opfer von Rufus. Und besonders schön ist, dass tatsächlich aber auch Rufus halt überhaupt keine, zumindest keine normalen, herkömmlichen Vorurteile oder Intoleranzen hat. Ihn stören an Charakteren immer ganz andere Sachen, als es halt herkömmliche Idioten tun. Ja, denn herkömmliche Idioten zeichnen sich ja tatsächlich durch eine gewisse Intoleranz aus. Rufus ist aber ein ganz besonderer Idiot, ein Idiot der speziellen Art. Und der hat eigentlich eine sehr liberale Art der Intoleranz. Und zwar findet er alle anderen Leute dämlich. Und deswegen ist er in dieser Hinsicht eigentlich sehr, sehr liberal. Er behandelt eigentlich alle gleich. Er behandelt alle ziemlich scheiße. Ja. Und die Opfer können halt aus allen Lagern kommen. Das ist die letzte Konsequenz des liberalen Gedankens. Am Beispiel von Deponia. Herzlich willkommen. Mein Name ist Pokey Pokinson. Okay. Okay. Wollte ich eigentlich gar nicht mit dem, aber wie nett. Nee, mit den drei Leuten will ich jetzt eigentlich nicht sprechen. Ja, zur Poststelle, wenn wir eh schon hier sind. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Okay, gut. Dann gehe ich lieber. Und mir Lotti noch eins auf den Deckel haut. Ich weiß nicht, ob ihr die Kommentare gut findet oder nicht. Ihr könnt es mir gerne unter die Videos schreiben. Im ersten Teil werde ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es in den nächsten Teilen ist. Ich werde es auf jeden Fall erstmal vorproduzieren. Den hören wir jetzt auf den lieben Pokémon nochmal. Und wieder ein großer und schwieriger Screen. Das ist ja quasi der Verteiler-Screen. Und auch zu diesem Screen gab es wieder ein frühes Scribble von mir, das ich noch sehr gut im Kopf habe, wo ich auch tatsächlich die Optik der Häuser etabliert habe. Darauf bin ich mich dann stolz, dass ich halt irgendwie gesagt habe, diese beigen Fassaden mit den goldenen Dächern. Da hatten wir uns übrigens im Vorfeld sehr viel Gedanken zu gemacht, der Micha und ich, und haben gesagt so, ja, woraus bauen die sich jetzt eigentlich ihre Häuser und haben tatsächlich so eine Art Abrissbagger, so Kräne, so Müllbeseitigungsfahrzeuge, riesige, haben wir konzipiert und die dann auseinandergenommen und die Einzelteile von diesen Baggern, die man nie irgendwo sieht,
die haben wir hier verwurstet, um, ja, damit sie für die Dächer der Häuser herhalten. Und das finde ich doch schon ziemlich spannend und lustig. Auch hier in diesem Screen gab es einen kleinen Kampf zwischen mir und dem Bade, meinem Head of Game Design, der die ganze Flut von Ausgängen und insbesondere den Ebenenwechsel nach vorne in Richtung Tonis Laden rechts im Bild zu sehen oder nach links oben zum Wasserturm und so weiter. Das hat uns scripting-technisch so viel Mühe gekostet, das halt sauber einzuarbeiten, dann sind die Laufwege so lang und so weiter. Und der hat immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, so, oh, Poki, das kannst du nicht bringen, dieser Screen, der ist einfach vollkommen furchtbar. Ich wollte halt erzählerisch und inhaltlich, wollte ich halt auch diese Totale einfach haben. Also diesen großen Verteilerscreen, der quasi wie eine Karte fungiert, aber eben doch einfach ein Screen innerhalb der Erzählung ist. Und da habe ich mich mal durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt zum Besseren des Spiels gewesen ist. Eigentlich soll ich ja immer auf Bade hören. Ich sollte immer auf Bade hören. Gut. Wenzels Haus. Gut, fangen wir mal zu Wenzels. Der wäre ja der Nächste. Also vielleicht kriegen wir ja irgendwie sein Ticket. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Au Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey, Rufus. Schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Du blockierst die Warteschlange. Ja, solange... Hast du die Kiste etwa... Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja... Da bin ich überfragt. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Bis später. Genau. Nicht darum. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus.
Geht das auf meinen Mantel? Gehen wir mal ins Badezimmer. Warum auch nicht? Okay, gehen wir mal raus. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Meine Anziehungskraft ist stärker. Okay. Okay. Ich muss also irgendwie dem Fuzzi seinen Wunsch erfüllen von einem Wasser. Von einer Wasserquelle, mit der zum Rathaus geht und die Tussi beklatscht. Okay, gehen wir mal zu Tonis Laden. Gucken wir mal, was passiert. Wann können wir viel tun? Gehen wir mal rein. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Musst du so oder so. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären, und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der... Und du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Okay. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Finger weg von meinen Sachen.
Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Okay. Brauchen also einen Kaffee. Haben aber noch keine Liste. Gehen wir mal in die Gasse. Okay, dann das Spiel kurz gespackt. Hallo, Hanek. Ach, hier, Rufus. Genau. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ach, wusste ich's doch. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Was findest du? Rufus. Mal nachdenken. Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Toni. Mal nachdenken. Toni? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Nochmal wegen... Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Nochmal wegen des... Noch ja, wie war... Hast du den verklebt? Okay. Vergiss es. Schon geschehen. Bis bald. Tschö. Rufus. Okay, versuchen wir es mal mit. Ich glaube, das ist der Sprengplan, den wir mal einfach die... da reinbringen. Das ist nicht mein Lieblingsscreen. Wenn ich mir diesen Screen angucke, dann sehe ich halt mehrere Kämpfe, die ich verloren habe. Und zwar, der eine ist, dass ich mir halt diese Sprengplankarte irgendwie optisch halt auch ein bisschen anders vorgestellt hatte. Wir hatten allerdings da aufgrund von einer gewissen, ich sage jetzt mal, Fehlplanung im Bereich der Hintergründe, hatten wir tatsächlich für diesen Screen nicht eingeplant. Der war, dafür gab es eigentlich gar kein Geld. Und ich habe immer gesagt, so ja, da können wir doch halt irgendwie den Stadtkern von Kuwak nehmen, das brauchen wir sowieso als Schablone und daraus halt so eine Art Postkartenmotiv machen und dann zeichnen wir da drauf unsere Schrottminen, unser Schrottminenlabyrinth, die Systeme, das wir nachher brauchen, um halt die zu sprengenden Gebiete zu markieren, die auch gar nicht im Endeffekt so wichtig sind für ja, das Sprengen, das hier später stattfindet. Darüber möchte ich noch gar nicht zu viel verraten, weil wahrscheinlich habt ihr es jetzt noch gar nicht gemacht, je nachdem, wann ihr mich anklickt. Ich hoffe, ich kann es ja jetzt nochmal sagen, dass ihr mich immer möglichst spät erst anklickt, weil ich ja auch immer sehr viel quasi erzählen möchte und dann meist ein paar Informationen zu den Rätseln schon vorwegnehme. Also immer Spoilergefahr. Achtung, wenn ihr mich anklickt, kommt möglicherweise schon zu spät.
Genau, dieses Tunnelsystem, das ist im Prinzip noch genau meine blöde Skizze, die ich innerhalb von 30 Sekunden gemacht habe auf dieser Karte. Die hat irgendjemand nur Farb verändert, damit sie optisch zu dem Rest passt. Und das ist natürlich tatsächlich nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Also gucke ich immer noch mit ein bisschen Magengrimmen auf diese Karte und sage so, oh, eigentlich ist das viel hässlicher als das, was du davon im Kopf hattest. Aber weil wir ja tatsächlich gar kein Geld mehr für diesen Screen hatten und gesagt haben, wir machen den so einfach und schrummeln den halt zusammen aus einzelnen Sachen, konnte ich da mich auch gar nicht weiter verargumentieren. Ja, ein kleiner Verlust dieser Screen, was die Optik anbetrifft. Der zweite verlorene Kampf in diesem Screen ist, dass der tatsächlich in unserer Planung und auch jetzt durch das Questlog als Minigame deklariert wurde, obwohl es eigentlich wirklich kein Minigame ist. Es ist ein Close-Up-Rätsel. Es ist ein Teil eines Rätsels, das halt irgendwie im Close-Up funktioniert. Und jetzt sieht es so aus, als wäre es ein Minigame, und mit der Minigame-Hilfe verrät man eigentlich gerade mal nur das Rätsel. Das ist ein bisschen unsauber von der Trennung her. Aber da habe ich dann gegen unseren Bade meinen Head of Game Design quasi verloren, der gesagt hat, nein, das hier hat eine eigene Steuerung, die abweicht von der normalen Adventure-Steuerung, also ist es ein Minigame-Buster. Aber ich muss immer auf Bade hören. Das ist wichtig, sonst wären die Spiele scheiße. Okay. Das war's auf jeden Fall bis hierhin. Bis dann. Nächste Folge. Tschüss.